Herzlichen Dank. Dankeschön. Auch an zu Hause. Hallo. Sehr schön. Es ist gut. Also, Sie sind gut gelaunt. Das ist schön für Sie. Wir müssen jetzt über eine Sache ganz kurz reden. Und zwar, ich werde in letzter Zeit vermehrt in Romantikhotels untergebracht. Sag mal, was will man mir denn damit sagen? Also, ich weiß, machen Sie mal Hand hoch. Wer von Ihnen war schon mal in einem Romantikhotel? Machen Sie mal Hand hoch. Wer war schon mal da? Wieso waren Sie da? Hat er Mist gebaut oder was war's? Einfach so. Einfach, es hat sich danach angefühlt. Und, also für alle anderen, die noch nie in so einem Romantikhotel drin waren, Romantikhotel ganz kurz erklärt, das ist immer so ein bisschen plüschig, bisschen kitschig, eigentlich wie ein Puff, nur ohne die Flecken. Und, na, kommt ihr, wisst ihr, was mich, lasse, was richtig genervt hat, ich stand vorne als Single an der Rezeption und um mich herum nur verliebte Pärchen. Wisst ihr, die so ein Last-Minute-Liebeswochenende gebucht haben über Tchibo, 199 Euro mit 5-Gänge-Menü verteilt über 4 Tage. Und, weißt ihr, und dann stand so ein Pärchen vor mir und sie zu ihm, oh, es hält ein Leben lang. Und ich nur, ist klar. Das Allerschlimmste ist aber der Frühstücksraum. Wenn Sie in den Frühstücksraum reinkommen, alle Tische besetzt und wirklich überall Liebe, 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 Liebe und ganz hinten Puff, Puff. Das ist die Atmosphäre. Es gibt ein paar Sachen, mit denen komme ich morgens nicht gut klar. Ja? Whisky, Cola geht. Liebe, nein. Und dann sind die Romantikhotels, die sind ja auch nicht innerstädtisch. Die sind irgendwo so ins Weltliche gezimmert. Wisst ihr, so zwischen Reh und Wildschwein. Das heißt, du weißt überhaupt nicht, wie du in die Innenstadt kommst, geschweige denn zum Auftrittsort. Also musste ich irgendwie gucken, wie kommst du hier hin. Bin vors Hotel getreten, hab dann mein Smartphone rausgeholt, Google Maps geöffnet. Und da habe ich erstmal geguckt, wie kommst du hier weg. Da kam ein Mann auf mich zu und sagte, oh, Herr Puffpaff, Sie auch hier? Sind Sie auch wegen des Empfangs hier? Und ich so, nee, ich habe auch drinnen 5 Balken. Verstehen Sie, wir haben komplett aneinander vorbeigeredet. Irgendwann haben wir beide hochgeguckt und gedacht, ach guck mal, ein Depp. Ja? Und dann sind wir weggegangen und jedem ging es besser. Wir haben alle, jeder lebt auf seiner kleinen Untertasse und wir haben eine Macke. Manchmal denke ich, wisst ihr, was gut wäre? Wenn man sich mal nullen könnte. Wenn man mal so komplett irgendwie da oben frei und die Welt da draußen einfach mal so sieht, wie sie wirklich ist. Das wäre mal gut. Ich meine, mir passiert es ja auch häufiger, Menschen kommen auf mich zu, gerade nach so einer Show und sagen, oh, Herr Puffpaff, also wenn Sie da vorne auf der Bühne stehen, man weiß gar nicht, was so Ihre politische Einstellung ist. Ne? Was ist sie denn? Und dann sage ich auch, Und meistens versuche ich Zeit zu gewinnen und sage dann, ja, ich bin eher politisch eingestellt. Und dann meint er, oh, das ist interessant, wie denn? Und dann sage ich, ich bin dafür. Und dann meint er, wofür? Dann meine ich, ja, eher generell. Und dann meine ich, im Allgemeinen, da meine ich, nee, grundsätzlich. Und das ist ja auch so ein bisschen so ein Problem. Also ich meine, Kabarett, klar, Sie wissen, wie Kabarett funktioniert. Das heißt, Sie kaufen eine überteuerte Karte, ja, kommen dann hier hin, setzen sich 2 Stunden hier hin, gucken mir dabei zu, wie ich mich irgendwie aufrege und hinterher gehen Sie nach Hause und sagen, oh, hat er sich schön aufgeregt, ne? Im Grunde genommen, ich habe Geld verdient und Sie sind irgendwie beichten gegangen. Wunderbar, super System, mir gefällt's. Nur die Frage ist, warum soll ich mich über Dinge aufregen, über die ich mich aufrege? Ich möchte jetzt Kabarettdienstleister sein und mich für Sie aufregen. Deshalb jetzt meine Anfrage an Sie, worüber sollen wir uns heute aufregen? Sie können es reinrufen. Das ist jetzt ein Service, Sie können reinrufen, das gefällt mir, oder machen wir Witze drüber. Sie können auch gerne mit Ihrem Partner Schluss machen. Oh, Sie haben was, bitte, ja? Schlangen an Supermarktkassen. Das große innenpolitische Thema Deutschlands. Schlangen an Supermarktkassen. Da sehen Sie mal, wie schlimm es in diesem Land ist. Was ist mit der Rente? Vergiss die Schlangen an der Supermarktkasse. Das, wenn ich mit meinem A- und P-Korn da vorne stehe und stundenlang warten muss, bis ich saugen kann. Was ist hier? Ihr habt gelacht. Was ist da hinten so mit der Südkurve? Habt ihr ein Thema? Worüber regt ihr euch so auf? Fußball. Donnerwetter, das nächste große politische Thema. Aber sehen, das ist so ein Ding. Ne? Man ist so, worüber regen wir? Eigentlich gibt es doch nicht. Alles ist irgendwie gut. Ja? Aber wenn Sie nicht wissen, worüber man sich aufregen soll, dann kann man eigentlich die Nachrichten ganz gut einschalten. Ne? Schalten Sie mal die Nachrichten an, die sagen Ihnen dann, was schlimm ist. Ne? Die Nachrichten, also da sehen Sie dann, um uns herum zerbröseln die Staaten, erstarken die Rechten und Kriege stehen höher im Kurs denn je. Und dann sagen Sie uns noch immer, gegen wen wir sein sollen.
Ja? Das war so was weiß ich, im Moment sind wir wieder gegen Putin, vor einer Woche waren wir ungefähr da gegen so eine ungarische Kamerafrau. Das ist dann, ne, das ist so das Thema, was uns tangiert. Und dann werden wir als Mob angestachelt, wir nehmen uns unsere Missgabe und die Fackel, dann laufen wir los auf denjenigen, der als Sündenbock irgendwie auserkoren ist. Und kurz bevor wir bei dem angekommen sind, sagen sie, nee, wir haben 9. Und sie stehen dann und denken, wo müssen wir jetzt hin? Die andere Seite, oh, sie nehmen wieder ihre Fackel und ihre Missgabe und rennen in die andere Seite. Und kurz bevor sie bei dem angekommen sind, heißt es, wir haben 9. Oh, wissen Sie, was nervt? Ich komme nicht mehr zum Lündchen. Das ist doch das größte Problem, was wir heutzutage haben. Wir schwimmen einfach mit, wir lassen uns irgendwie anstacheln und sagen, ja, stimmt, aber denken dabei nicht nach und das ist schade. Wir müssen irgendwie rebellischer sein, finde ich. Wir müssen unangepasst sein, unangenehm. Und wenn Sie sagen, oh, das kann ich nicht, das will ich nicht, machen Sie es nicht so schwer. Sie müssen die Welt nicht retten, aber Sie können sie sehr wohl verändern. Kleine Dinge, nehmen Sie sich ein Namensschild und ein Sixpack und gehen Sie damit zu den anonymen Alkoholikern. Das ist ein großes Hallo, wenn Sie da reinkommen. Ja, nein, also machen Sie es. Sie brauchen nicht zu klatschen. Oder als Mann ziehen Sie sich eine Burka an und gehen Sie in die Frauensauna. Super. Ich kaufe auch sehr gerne Kindern anderer Eltern ein Eis, dann gehen die Wespen zu denen. Es ist so vieles möglich. Leisten Sie mal zweite Hilfe. Macht kein Mensch, liegt brach, das sind Jobs. Ja? Aber Sie müssen die Welt verändern. Ich schaff's nicht mehr. Ich bin korrumpiert. Ich bin Kabarettist. Uns geht's gut. Ich kann Sie motivieren, demagogisch irgendwie auf den Weg schicken. Aber ich bin so glatt gelutscht mittlerweile. Ich bin bläh. Ich glaube, selbst ein Zäpfchen würde zu mir sagen, Alter, krieg mal Charakter. Ja, das ist, nein, das ist, es ist schlimm. Ja, wissen Sie, was das Schlimmste ist? Ich fange auch immer an zu heulen. Ich bin so nah am Wasser gebaut, es geht mir selber auf den Senkel. Mein ganzes Leben ist wie so ein Walt Disney-Film, wie Bambi. Ne? Aber die ersten 10 Minuten, da wo die Mutti stirbt, das ist mein Leben. Ich habe so Empathie-Tourette. Na, ich erzähle es Ihnen kurz. Und zwar, ich war im Baumarkt, das ist mir aufgefallen. Ich war im Baumarkt und dann bin ich so durch die Abteilung geschlendert und da war die Abteilung da mit den Zimmerspringbrunnen. Kennen Sie diese Zimmer, diese potthässlichen Teile? Ich weiß, den Sie zu Hause haben, der ist wunderschön. Aber normalerweise sind die ja so potthässlich. Und ich stand vor diesem Zimmerspringbrunnen und auf einmal fing ich Rotz und Wasser an zu heulen. Mir lief die Suppe runter, weil mir war aufgefallen, das Wasser war in so einem geschlossenen Kreislauf gefangen. Und da habe ich gedacht, das Wasser wird nie das Meer sehen. Ich bin dann dahin, habe so ein bisschen Wasser rausgeschöpft, habe gesagt, lauf, lauf, vielleicht schaffst du es. Gut, haben sie mich rausgeschmissen, aber ich hab's probiert. Ich habe es wenigstens probiert. Und ich bin auch devot. Ich bin so devot, mit mir können sie alles machen. Wirklich wahr. Alles können sie mit mir machen. Ist mir aufgefallen, weil ich musste zum Arzt. Und wobei, das muss ich Ihnen erzählen, warum ich zum Arzt musste. War auch eine blöde Geschichte. Und zwar habe ich letztes Jahr mit meinem Kumpel Niki im Dezember, wir hatten eine Wette laufen. Wir haben gewettet, ob man sich 4 Wochen lang nur von Rittersport ernähren kann. Geht. Auf jeden Fall, gut, das Hautbild verändert sich und sie gehen auf wie ein Hefezopf. Aber das nur nebenher. Für Januar hatten wir uns verabredet, kommen Ergebnisse zeigen. Und ich stand da, habe auf ihn gewartet und auf einmal dachte ich, boah, Sonnenfinsternis? Nee, war mein Kumpel Niki. Und da haben wir gesagt, wir müssen was tun, das geht auf die Pumpe, wir sterben sonst. Wir mussten also Sport machen. So, und dann haben wir Sport ist ja irgendwie, so Joggen zum Beispiel ist nicht so unseres. Joggen verstehe ich nicht. Warum soll ich eine Strecke rennen, wenn ich die mit dem Auto fahren kann? Ob ich Stöcke in der Hand habe oder nicht, macht doch keinen Unterschied. Also wir brauchten irgendeine Sportart, die uns triggert, wisst ihr, die uns kickt, so ein bisschen Red Bull im Blut hat. Und dann dachten wir zuerst, komm, wir gehen tauchen. Ne? Dann waren wir in so einem Tauchcenter, dann haben die gesagt, nee, wir haben nicht genug Blei für euch zwei, ihr geht niemals unter. Und gesagt, gut, was anderes, dann wollen wir in so einen Kletterwald, wissen Sie, wo so Seile an den Bäumchen sind. Aber als Niki auf den ersten Baum kletterte, ist er abgebrochen, wir haben ein Hausverbot. Und dann rief er mich aber irgendwann an und sagte, ich habe es. Dann meinte ich, was? Die perfekte Sportart. Dann habe ich gesagt, was ist es, was machen wir, was tun wir? Und dann meinte er, wir gehen airhoppen. Was machen wir bitte? Wir gehen airhoppen. Kennen Sie Airhop? Hand hoch, kennt das einer von Ihnen? So habe ich auch reagiert. Also Airhop, es hat jetzt die erste Airhop-Halle in Hamburg aufgemacht. Wir sind hinter Aachen gefahren, also in Holland gab es eine Airhop-Halle. Mein Tipp, wenn Sie so ein Ding irgendwo sehen, machen Sie es nicht. Niki hat mich abgeholt und wir sind da hingefahren. Airhop ist eine riesige Halle, ungefähr so groß wie ein Fußballfeld. Die ist zweigeteilt. Die eine Hälfte der Halle sind nur Trampoline. Nur Trampoline, alle so 2x2 Meter groß, stehen nebeneinander und selbst an der Wand sind auch Trampoline. Sie können dann da reinspringen, machen so dünn, 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 dünn gegen die Wand, dünn, dünn und wieder zurück. Dünn, 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 dünn. Ganz toll.
Die andere Hälfte der Halle sind Sportarten, aber nicht mit festem Untergrund, sondern mit Trampolinboden. Sie können zum Beispiel dann Volleyball, ne, auf dem Trampolin spielen. Oder Sie können auch Basketball auf dem Trampolin spielen. Sie können mit dem Ball in den Korb und werden hinterher rausgeflext. Also es ist ein ganz tolles Sport. Dachten wir, super, sind direkt an der Kasse. Da war so ein Mensch, sagte, was kann ich euch Gutes tun? Und wir direkt, ja, wir hätten gerne eine Tageskarte. Ja, sagte er, wir verkaufen hier aber eher 15 Minuten, 30 Minuten und 45 Minuten. So, da fühlten wir uns testosterontechnisch ein bisschen herausgefordert und sagten, nee, wir hätten gerne eine Tageskarte. Dann sagte er, pass auf Jungs, wir machen das folgendermaßen. Ich verkaufe euch 45 Minuten, ihr hüpft erstmal los, wenn ihr danach noch Bock habt, könnt ihr nachlösen und ihr kriegt einen Rabatt. Und ich gesagt, gut, so machen wir's. Dann kriegt man noch so ABS-Söckchen, wissen Sie, das sind so Socken mit einer Gummierung unten drunter, damit man nicht komplett vom Trampolin wegflitscht. Die haben uns dann angezogen und dann sind wir losgehüpft. Nach ungefähr 5 Minuten habe ich die Lunge ausgekotzt, ja? Hör mal, selbst mein Schweiß schwitzte. Ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal Trampolinspringen waren. Das ist das Anstrengendste, was es gibt auf der Welt. Nach weiteren 5 Minuten machte es laut Knacks in meinem Körper. Es passierte Folgendes. Ja? Und ich lag auf dem Boden und ich konnte mich nicht mehr... Nicht klatschen. Jetzt nicht klatschen. Hören Sie auf. Sie klatschen auch nicht in der Fußgängerzone, wenn einer umfällt, oder? Also ich meine, Sie sind intellektuelles Publikum, reißen sich zusammen. Also ich zusammengebrochen und ich konnte mich nicht mehr bewegen. So, ich lag da auf meinem Trampolin, ging gar nicht. Das Blöde ist nur, in dem Moment, in dem ich zusammengebrochen bin, bin ich in so einem Quadranten zusammengebrochen, wo zeitgleich 2 Sechsjährige hüpften. Irgendwann haben die festgestellt, lustig, wenn wir hüpfen, hüpft auch der Onkel. So, dann lag ich da und... Ich konnte mich ja nicht bewegen, ich konnte mich nicht wehren. So, also habe ich nach Hilfe gesucht. Ich habe dann irgendwie meinen Blick schweifen lassen, wo ist Niki die Pfeife? Dann sah ich 4 Trampoline weiter, sah ich einen einzelnen Kopf. Nur den Kopf. So, ich dachte, um Gottes Willen, hier können ganz andere Sachen passieren. Was ich vergessen habe zu erzählen, also Niki ist immer noch ziemlich fett. So, und Niki sprang nicht, sondern sein Trampolin, das hing so durch. Der stand und guckte nur über den Rand seines Trampolins. Und hat sich gewundert, warum alle schwitzen. Ja. Irgendwann rief er dann, hör mal, du siehst nicht gut aus. Und ich dachte, ja, so fühlt sich's auch an. An der Warte, ich komme. Ich weiß bis heute nicht, wie er es gemacht hat. Ich schätze mal ähnlich wie so ein Kugelfisch. Er hat sich aufgeblasen, ist natürlich leichter geworden. Auf jeden Fall flitschte er aus seinem Quadranten, donnerte bei uns ins Feld, dadurch die beiden Kinder. Kurz bevor ich wegflog, hat er mich gerade noch am Fuß erwischt und runtergezogen. Und dann meinte er, Sebastian, was ist los? Ich kann mich nicht bewegen. Und Niki guckt sehr gerne Antikriegsfilme. Eigentlich sind das Kriegsfilme, aber man nennt die Antikriegsfilme, sind sie irgendwie pazifistischer, ist egal. Und er kommt dann in so einen Rambo-Modus, wissen Sie? In so einen Vietnam, ich lass keinen Kameraden zurück-Modus. Dann stand er und sagt, ich lass dich hier nicht zurück, ich bring dich raus. Ich nur, Niki, leise, die 6-Jährigen kommen zurück, komm, jetzt trab mich hier. Irgendwann nahm er mich dann, legte mich wie so ein Schal um den Hals und wir dann wieder raus. Gut. Das Blöde ist ja, jetzt mussten wir nochmal an diesem Kassenhäuschen vorbei. Und der natürlich, na, nochmal 45 Minuten. Zum Mittelfinger konnte ich gerade noch heben, weißt du. So, und dann habe ich Niki gesagt, komm, trag mich zum Auto. Wir waren ja in Holland, ich wollte nicht in Holland zum Arzt. Die verschreiben dir einen Joint, du sollst dich gesund kiffen. Ich wollte zu einem richtigen Arzt. Da hat er mich erst versucht, auf den Beifahrersitz zu packen, aber ich war in der Körperhaltung. Ich habe nicht reingepasst. Und nach 3-mal gegen den Kopf habe ich gesagt, Niki, jetzt habe ich auch noch Kopfschmerzen. Und er hat ein Kombi. Da hat er irgendwann die Klappe aufgemacht, mich hinten rein. Und da stand er, guckte mich an und meinte, ist das okay, wenn ich die Plane drüber mache? Und ich, wieso das denn? Ja, er hätte trotz Schengen irgendwie ein komisches Gefühl, mit einem Körper hinten drin über eine Grenze zu fahren. Ja, er meinte, er hat das mir auch noch erklärt, also von Holland nach Deutschland, Deutschland nach Holland kein Problem, das sind auch die Zöllner gewohnt, weil viele fahren mit den Großeltern, wenn die nicht mehr, fahren die rüber nach Holland, weil verbrennen ist da billiger, ist ein Serviceabend, naja egal, auf jeden Fall, er hat die Plane drüber gemacht, wir rüber nach Deutschland. Ich musste also zum Arzt, zu welchem Arzt gehst du? Orthopäden, ich war in meinem Leben noch nie beim Orthopäden, ich brauchte also irgendwie eine Adresse. Und das ist gut, wenn Sie mal einen Arzt suchen, es gibt eine Seite, die heißt Yameda. Das ist so eine Art eBay für Ärzte. Da können Sie dann eingeben, ich brauche einen Orthopäden und dann gibt es irgendwie eine Note, also wird ein Arzt rausgeschmissen, der hat dann die Note, also meiner da, 1,1 und 1250 Bewertungen. Dachte ich, das ist mein Mann, da muss ich hin. Gut, mittlerweile weiß ich, die meisten hat er selbst geschrieben, aber egal, wir waren hochmotiviert. Wir also zu dem Orthopäden, ich weiß nicht, ob ein Orthopäde anwesend ist oder wenn Sie zu Hause zugucken, zu Ihrer Information, um Orthopäden brauchen wir uns keine Sorgen zu machen.
gehaltstechnisch geht es denen gut. Als wir auf den Parkplatz gefahren sind, dachte ich, sag mal, ist das hier das Frankfurter Bankenviertel? Aber es war nur seine Praxis und die hatte eine Skyline. Also ich glaube, denen geht es wirklich sehr, sehr gut. Vor allem, ich habe die Tür aufgemacht, auch innen drin, ganz toll. Viel Chrom, Tropenholz, bisschen Kinderarbeit, aber sehr geschmackvoll. Und in der Ferne thronte dann die Rezeption. Mit zwei Arzthelferinnen. Habe ich Niki gesagt, stell mich bitte vorne hin. Das ist unsere Destination. Und damit waren wir angekommen an der Schlüsselstelle der einzig noch funktionierenden Hierarchie in Deutschland. Bei der Arzthelferin. Ich möchte erstmal grundsätzlich sagen, ich habe nichts gegen Arzthelferinnen grundsätzlich. Aber Arzthelferinnen sind ja jetzt auf der Sympathieskala eher kurz vor Hitler. Also das ist ja Wahnsinn. Das ist ja, hör mal, du kommst da rein, das ist ein schwarzes Loch für Empathie und Freundlichkeit. Weißt du, du sagst guten Tag, die saugt das auf, scheißt es als Unfreundlichkeit auf, schmiert es sich ins Gesicht und sagt nichts. Nach 5 Minuten Fingernägel lackieren hat sie hochgeguckt und gesagt, und? So, und ich nur so, ja, ich hätte Aua. Und dann mit dem arrogantesten Augenaufschlag, den sie sich vorstellen können, kam nur, was sind Sie denn? Und ich so, wie, was bin ich? Also die Geschlechterfrage stellt sich nicht. Ich bin ja nicht Conchita Wurst. Also ich meine, wollen Sie das Sternzeichen wissen? Jetzt? Und da meinte sie nur, privat. Und da wusste ich, hier kommt es drauf an. Niki hat auch sofort reagiert, hat mich umgeworfen. Ich lag dann da unten wieder und sagte, wir nehmen alle Igelleistungen, die Sie anbieten. Und dann war sie ein bisschen freundlich. Ein bisschen freundlich. Noch nicht richtig, aber ein bisschen. Und dann fragte sie, haben Sie denn einen Termin? Da meinte ich, nee, ich bin Notfall. Ja, und? Da meinte ich, hör mal, Mädchen, ich hatte noch nicht mal für einen Notfalltermin. Woher soll ich dann wissen, dass ich hinterher zu dir muss? Da kann man aber trotzdem einen Termin machen, meinte sie. Da meinte ich, nee, habe ich nicht. Ah, da müsste sie mal nachgucken. Und sie hatte vor sich einen Computer stehen. Hochmodernes Gerät. Aber genau vor ihr lag auch noch so ein Buch. Wissen Sie, wie beim Friseur. Und dann fing sie da erstmal an. Dann wollen wir mal gucken. So nach 17 Seiten meinte ich, ja, es ist auch mir klar geworden, es scheint schwierig zu sein. Und da sagte sie, wie sieht's denn aus, vormittags oder nachmittags? Da habe ich gesagt, naja, es ist 10.15 Uhr, da würde sich der Vormittag vielleicht anbieten. Da sagte sie, ja, wie wunderbar ist das denn, Sie haben Glück, ich habe einen Termin gefunden. Da meinte ich, ja, wann denn? Januar 2016. Und ich habe nichts gesagt. Ich habe perfekt funktioniert. Ich war still, ich habe mich nicht beschwert. Das Einzige, was ich gesagt habe, war, soll ich Platz nehmen oder darf ich zwischendurch nach Hause? Das war alles. Ich habe dann Niki gesagt, trag mich bitte in den Flur, ich möchte nicht sehen, also ich möchte nicht, dass die Frau sieht, wie ich weine. Ja, und er hat mich dann raus in den Flur gestellt und dann standen wir erstmal. Da hatte ich dann Glück, weil es kam der Hausmeister vorbei, wisst ihr, so ein alter Russe, so eine ehemalige Kugelstoßerin. Und der hatte so einen geschulten Blick, der hat gesagt, aber bei dir sind doch 5 Wirbel raus. Ne? Da hat er mich eingerenkt und alles war gut. Ne? So, und zu dem gehe ich jetzt einfach immer. Das ist das System. Ach so, der macht übrigens auch Zähne. Also wenn Sie nachher die Adresse haben wollen, wir müssen zusammenarbeiten. Wir müssen zusammen. Aber ich bin so devot. Und das andere, was uns ja wichtig ist, bloß nicht als der Dumme dastehen. Ne? Wir wollen nicht der Dumme sein. Wichtig ist, einen Dümmeren zu finden. Und selbst, man muss immer ein bisschen schlau wirken. Mir ist da was Blödes passiert. Also, wisst ihr, ich hatte Lust auf Tomaten mit Mozzarella. Kennen Sie das, wenn man so Heißhunger auf irgendwas hat und dann denkt man nur an dieses eine Nahrungsmittel. Und ich war auf dem Marktplatz, da sah ich so einen Käsestand, dachte ich, komm, da holst du dir Mozzarella. Bin ich da hingegangen, habe gesagt, guten Tag, haben Sie Mozzarella? Meinte er, nee, aber er hätte Büffelmozzarella. Meinte, das ist doch super, ne? Wird wahrscheinlich recht groß sein, ist ja auch ein großes Tier. Da holte er so ein Holzfass, ging mit dem Löffel da rein und holte wirklich, das war so groß wie eine Kirsche, so ein Kügelchen daraus. Da meinte ich, das muss aber ein kleines Tier gewesen sein. Und weil ich so einen Heißhunger hatte, habe ich gesagt, komm, gib mir mal 6 von diesen Kügelchen. Und da wurde er ganz freundlich. Der fragt, Mensch, wie geht's Ihnen? Was halten Sie vom Wetter? Auch grundsätzlich. Ich sag so, oh, das ist aber nett. Gut. Er verpackte das in Plastiktütchen, stellte es auf den Tresen. Was war das Ergebnis? 30 Euro. 30 Euro. So, und ich nur. Ich wollte ja nicht als der Dumme dastehen. Da habe ich nur gesagt, so günstig. Und damit es gar nicht auffällt, habe ich gesagt, gut, dann tu mir doch nochmal 3 drauf. Dann habe ich erstmal eine Stunde Pfand sammeln gegangen, damit es kein Loch in die Haushaltskasse reißt. Nein, mir war doch wichtiger, dass er mich so wahrnimmt, wie ich es will, als dass ich so bin, wie ich bin. Bloß nicht als der Dumme dastehen. Hier auch letztes Jahr zu Weihnachten habe ich so ein Zeitungsabonnement geschenkt bekommen. Und zwar von der Zeitung Beef. Kennen Sie die?
die Zeitung Beef, das ist so eine Art Essen und Trinken, so eine Rezeptzeitung, aber die haben sich spezialisiert auf Fleisch. Ja, also die propagieren auch Fleisch als Beilage zu Fleisch. Ja, also die überbacken auch Fleisch mit Fleisch. Wenn sie die Zeitung aufschlagen, es läuft Blut raus. Das ist. Es ist im Grunde genommen so eine Art Exit für Veganer. Genau, so. Ich mir die Zeitung durchgelesen und dann gab es dann einen Zeitungsartikel, die 10 besten Fleischsorten, die man unbedingt einmal im Leben gegessen haben muss. Was war auf Platz Nummer 1? Kobe-Rind, genau, Kobe-Rind. Dachte ich, komm, hört sich lustig an, kauf's mal. Ich also ab in den Supermarkt an eine Fleischtheke, habe gesagt, schönen guten Tag, haben Sie Kobe-Rind? Meinte er, ja. Meinte ich, hätte ich gerne. Meinte er, wie viel wollen Sie denn? Meinte ich, wie viel brauche ich denn? Meinte er, wie viel sind Sie denn? Habe ich gesagt, 3. Meinte er, 3, 300 Gramm. Meinte ich, gut, 3 Leute also, ich hätte gerne 900 Gramm. Da wurde er ganz freundlich. Hinten ging so eine Tür auf, da kam eine mexikanische Band raus. Es kam so Glitter von der Wende. Wissen Sie, wie bei Günther Jauch, wenn einer die Million gewonnen hat? Es wurde Champagner gereicht, er hat mir noch seine Tochter angeboten. Da meinte ich, das sei übertrieben, aber trotzdem sehr freundlich. Es war eine tolle Einkaufsatmosphäre. Er vakuumierte das Fleisch, stellte es auf den Tresen, wünschte mir ein schönes Leben. Ich sagte, guter Mann, hier komme ich wieder hin. Ich nahm mein Fleisch und ging damit ab zur Kasse. Stellte es da auf dieses Fließband der Unendlichkeit. Die Kassiererin nahm das Fleisch, zog es über einen Scanner, es machte laut Piep. Ich dachte nur, der Ton ist doch sonst kürzer. Da kam ein Mitarbeiter an, der brachte ein zweites Display für die Kasse. Dann dachte ich, jetzt musst du aber auch mal auf die Zahl gucken. 276,40 Euro. So, ich wieder. Hallo, günstig. Sagen Sie mal, haben Sie auch Büffelmozzarella? Ich wollte Zeit gewinnen. Kassiererin bejahte es, ich bin dann erstmal mit dem Fleisch wieder in den Untiefen des Supermarkts verschwunden, hab das dann erstmal tiefgefroren, weißt du, ich bin in der Tiefkühlabteilung zwischen den Erbsen und den Möhrchen, hab ich tiefgefroren, wäre ja schade. Dann musste ich ein bisschen Zeit verstreichen lassen, ich konnte jetzt an der Kasse nicht direkt wieder vorbei, die kannte mich ja, die hätte gesagt, wo ist denn ihr Fleisch, also muss ich so ein bisschen warten. So, ich war an einem Donnerstag, war ich in dem Markt, und ich glaube, mittwochs habe ich gesagt, jetzt geht's wieder. So behämmert. Außenwirkung ist das A und O, so verhalten wir uns. Wie nimmt uns der andere wahr? Dabei vergessen wir, was wir eigentlich wollen. Außenwirkung kann man auch sehr schön feststellen, wie wir mittlerweile essen gehen. Wenn wir essen gehen, geht es nur noch um die Außenwirkung. Weißt du, früher ging es zu essen, wenn du Hunger hattest. Kamst aus dem Chemiewerk, oder bei Dreiseitig aus dem Zelt und hast gesagt, boah, ich habe Hunger. Dann gab es einen Schniepo oder Currywurst Pommes oder was weiß ich. Weißt du, und dann warst du satt. 80er, 90er Jahre ging es zu essen, wenn irgendwie eine Festivität war. Oma 90 ging es zu essen. Ne? Oma tot ging es zu essen. So, das war das System. Heute, wenn du heute essen gehst, dann ist das ja eine monetäre Selbstdarstellung. Das ist für die Außenwirkung, wie man dann essen geht. Dann fragt man, was macht ihr denn am Wochenende? Ja, wir gehen gut essen. Wir gehen gut essen. Und dann muss man nachfragen, ja, wohin denn? Ja, sehr gut gehen wir essen. Sehr, sehr gut. Und dann verfrisst man irgendein Menü für 270 Euro. Zusammen mit der Weinreise frisst du dich kurz über einen Hartz-IV-Satz. Und das Schlimme ist, die Portionen, die du dafür kriegst, die sind nichts wert. Nix. Da kriegen sie nichts für. Und ich sage Ihnen eins, die Sterneköche, die lachen uns aus. Die stehen in ihren Hightech-Küchen, stehen in diesem Teller mit 3 Erbsen und der Essenz einer Wachtel und sagen, 120 Euro. Die Vollidioten. Dann ziehen die sich eine Linie Traubenzucker und rauchen ins Oregano. Das ist die Realität, Freunde. Das muss Ihnen aber auch klar sein. Es gibt nur eine Gruppe, die noch lauter lacht. Das sind diese Bauern oder Sammler, die irgendwann mal beschlossen haben, Schnecken sind eine Delikatesse. Schnecken! Das sind diese Wabbeltiere, die du in der Knoblauchplempe ersaufen musst, damit du sie überhaupt runterkriegst. Ich sage ihnen, die bestellen sich eine Pizza und kichern uns aus. Aber es gibt eine Gruppe, die noch lauter lacht. Das sind die, die irgendwann mal beschlossen haben, Austern sind eine Delikatesse. Austern! Jahrelang bringt man uns als Kindern bei, friss keinen Popel. Popel gehören in die Nase, nicht in den Mund. Aber kaum steigt der Gehaltscheck über 10.000 Euro netto, machst du ein bisschen Zitrone drüber und sagst, oh, ist das lecker. Popel mit Salzwasser und Zitrone. Oh, ich könnte dafür sterben. Ich denke dann immer, dann tu's.
Verreck. Wir sind nicht pfiffig. Und alles ist ja die Reduktion aus, Essenz von. Die nehmen ganz wenig, kochen es ein, bis es weg ist und wir fragen, wie viel? Wenn das so weitergeht, wenn die Sterneküche so weitermachen, irgendwann kommen die dann zu Ihnen an den Tisch und stellen einen leeren Teller vor Sie hin. Dann sagen die, oh, hierbei habe ich eine halbe Stunde lang an ein Reh gedacht. Und Sie nehmen Messer und Gabel und sagen, oh, hier kannst du aber gut essen. Und den Chinesen verfluchen wir. Den Chinesen verfluchen wir, weil er angeblich die Lebensmittelmärkte kaputt macht. Der Chinese ist in meinen Augen ein Held. Der hat das Glutamat erfunden. Dieses Küchenkoks, was alles lecker macht. Das können Sie überall drüber schreiben. Klar, die Nieren können versagen, sie dehydrieren. Vielleicht gehen sie auch komplett drauf. Aber ein bisschen Schwund ist immer. Also kommen Sie, stellen Sie sich nicht so an. Oder Berlin, sensationell. Da gibt es Döner für 99 Cent. Ein Döner für 99 Cent. Ja klar ist das Ratte oder Taube. Aber ich sage Ihnen, wer eine Ratte oder Taube so zart hinkriegt und mit ein bisschen Paprikapulver kredenzt, das ist doch der wahre Sternekoch, oder nicht? Wir sind nicht schlau. Wir sind nicht schlau. Wir sollen uns mal wieder zurückbesinnen auf das, was wir wollen. Wir hatten jetzt eine Wahlbeteiligung da, als es um die Bürgermeister und Landräte geht, von 41%. Uns ist alles scheißegal. Wir müssten uns mal nullen, dass wir die Welt da wieder so sehen, wie sie wirklich ist. Kennen Sie den Film Men in Black? Da gab es dieses Blitzdingsen. Wisst ihr, das Ding müssen wir mal haben. Blitzdingsen, das war so ein Stab, so ein bisschen aus wie ein Dildo, da haben sie draufgedrückt, kam so ein Strahl draus und sie waren komplett formatiert. Die Hirnrinde war leer. Das müsste man mal haben. Das wäre sensationell. Man könnte alles machen. Man könnte so einen Bandido nehmen, den würden sie blitzdingsen und dann schicken sie den schön hier, was weiß ich, bei der Hells Angels ins Clubhaus. Und die werden auch geblitzdings. Wisst ihr, was passieren würde? Nix. Nix. Die würden sich vielleicht angucken nach dem Motto, was ist das denn für eine alberne Jacke, die du trägst? Der andere sagt, dein Logo ist aber auch nicht besser. Dann merken sie, dass sie die gleichen Interessen haben, steigen aufs Mofa und fahren in den Sonnenuntergang. Alles wäre möglich. Auch für den privaten Bereich. Sie wachen vielleicht manchmal morgens auf und denken, die Olle schon wieder. Blitzdingsen. Sie würden morgens aufwachen und sagen, eine Frau, wie habe ich das denn gemacht? Und dann gehen sie vielleicht noch mal los, kaufen mal Blümchen und machen der Frühstück. Gut, wenn die Frau pfiffig war, wird sie sich in der Nacht auch geblitzdingst haben, ja, und gedacht haben, was ist das denn für ein Eimer? Da hat sie die Koffer gepackt und ist abgehauen. Blitzdingsen. Sie könnten sogar einen schwarzen nehmen. Mit dem fahren Sie dann nach Brandenburg, Blitzdingsen, ja? Dann gehen Sie in so ein Restaurant zum Braunen Rüpel oder wie die Dinger heißen. Wie Sie, wo gerade so eine Nazi-Convention tagt, wo so Skinheads sitzen und die würden Sie auch blitzdingsen. Alle Nazis da blitzdingsen, Hirn komplett leer. Wobei, das ist doppelt gemoppelt, Entschuldigung. Aber Sie, also alle wären. Alle wären geblitzdingst. Was würde passieren? Nichts. Ein paar dumme Sprüche vielleicht, ja. Die Nazis sagen zu dem Schwarzen was, für ein Solarium bist du aber auch keine Zielgruppe. Ja, und der Schwarze sagt, ja, aber für eine Chemotruppe seid ihr ganz schön fett. Und dann trinken die einen Pilz und alles ist gut. Blitzdingsen, das wär's. Wir könnten uns doch auch jetzt einfach mal aktiv geblitzdingst fühlen, oder? Und dann gehen wir hier raus und sehen die Welt einfach so, wie sie ist. Und dann sagen sie sich selber einfach, es gibt keine Flüchtlinge. Es gibt keine Nazis, es gibt keine Deutschen, es gibt gar nichts außer Arschlöcher und Nicht-Arschlöcher. Probieren Sie das mal aus. Ich sage Ihnen, die Welt wird eine bessere. Herzlichen Dank. Thank you.